Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Und wenn euch jetzt möglicherweise das Herz stehen geblieben ist, wegen dieses verbotenen Gegenstandes, dann bleibt dran, ich erklär's euch. Das ist nämlich gar nicht verboten, sondern mal wieder ein Geniestreich gegen das Waffengesetz. And for the English-speaking audience, again, this is a knife that I designed to, have fun with the German gun laws, then jump to this time frame and I'll explain the whole thing in English to you. Hopefully you'll learn something interesting about how stupid lawmakers can be. Tja, hier habe ich also ein schönes Messer für euch. Also es ist hergestellt von Böker. Die ganze Klinge hatte eine Länge von 8,6 cm. 8,6, nicht 8,5. Und wie man sieht, gibt es auch eine Feder in diesem Messer, die, sagen wir mal, gewisse Automatikfunktionen beherbergt. Und trotzdem ist es in Deutschland legal und fällt nicht unter das Verbot des Waffengesetzes. Tja, ihr könnt mal raten, warum das denn nicht verboten ist. Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, vielleicht ist das ein Gummimesser und das ist überhaupt gar keine richtige Klinge. Naja, gut, okay, also ich finde nicht, dass das so wirkt wie ein Gummimesser, oder? Nein, der Grund ist ein ganz anderer und zwar dieser hier. Klick! Habt ihr gesehen? Das Messer verriegelt überhaupt nicht, sondern die Klinge kann jederzeit wieder eingeschoben werden. Das heißt also, ich kann damit natürlich schneiden. Also selbst wenn ich versuchen würde, mich selber damit zu stechen, das funktioniert nicht, weil die Klinge sich sofort wieder einschiebt. Also von daher, wenn ich diese Klinge arretieren will, dann muss ich im Prinzip hier dieses Rädchen drehen. Hier ist so ein kleines Rädchen und dieses Rädchen muss ich drehen. Und dann erst verriegelt die Klinge. Ne? Dann verriegelt sie und auch dann erst kann ich die Klinge wieder einschnacken. Ne? Wenn ich das also jetzt hier herausschnacke und versuche, das dann wieder zurückzuziehen, ohne das Rädchen zu drehen, ja, dann sieht, wie man sieht, passiert gar nichts. Ne? Funktioniert nicht. Kann ich natürlich wieder rausziehen. Aber trotzdem, erst dann, wenn ich dieses Rädchen gedreht habe, dann kann ich das Ganze wieder bewegen. Und somit umgehe ich im Prinzip die Definition des Springmessers gemäß Waffengesetz in der Anlage 1. Da findet sich das nämlich. Ne, hier haben wir also zum Beispiel so ein Springmesser, so wie das Waffengesetz das definiert. Wie definiert sich das? Naja, das Messer hat also einen Knopf. Ja, und wenn ich den drücke, oder könnte auch ein Hebel sein, Knopf oder Hebel, wenn ich den drücke, dann öffnet sich die Klinge automatisch. Und der Trick ist, dadurch oder beim Loslassen dieses Knopfes verriegelt die Klinge und das ist hier der Fall. Also wenn ich den Knopf drücke, dann kann ich es auch wieder entriegeln. Ansonsten ist die Klinge automatisch verriegelt. Das bedeutet, ich drücke hier drauf und die Verriegelung ist perfekt. Das sind die Anforderungen, die der Gesetzgeber an ein Springmesser stellt. Die meisten Springmesser sind verboten, das hier nicht, weil dieses Springmesser hat eine Klingenlänge von nicht mehr als 8,5 cm. Und die Klinge kommt zur Seite raus. Zack, so öffnet sie. Und deshalb ist dieses Messer eben vom Verbot, vom generellen Springmesserverbot ausgenommen. Wenn die Klinge jetzt ein Stückchen länger wäre, dann wäre das sofort vorbei. Wenn die Klinge zweiseitig geschärft wäre, wäre das auch wieder vorbei. Ja, also, und wenn die Klinge nach vorne rauskommen würde, dann sowieso. Und dieses Messer macht das eben nicht. Die hat zwar eine sehr lange Klinge, das Ding, länger als die 8,5 cm. Und es kommt auch nach vorn raus, aber es verriegelt halt nicht beim Hervorschnellen lassen der Klinge und auch nicht beim Loslassen des Hebels, sondern es verriegelt erst dann, wenn ich dieses Rädchen drehe, was ich bei diesem Modell im Übrigen sogar auch mit einer Hand machen kann. Ne? Ich kann die Klinge also einfach hier jetzt rausschnellen lassen und dann kann ich mit dem Daumen einmal hier an diesem Rädchen drehen. Dann springt die Klinge auch wieder rein. Das kann ich wiederholen. Raus, Rädchen und wieder rein. Ne? Wenn ich das Ding hier nicht drehe, dann geht das aber nicht. Wenn ich also jetzt nicht an dem Rädchen drehe, sieht man, ich kann die Klinge jetzt hier nicht, ich kann sie zwar wieder rausschleudern, aber ich kriege das trotzdem nicht zurückgeschnackt. Dazu muss ich das erst hier verriegeln. Klack. Jetzt überlege ich sogar, eine Version herauszubringen, wo man das Rädchen hier nicht mit der Hand drehen kann, sondern wo ich das mit der anderen Hand tun muss. Das heißt, ich bräuchte ja hier nur die Riffelung zu entfernen und da so einen kleinen Querbalken hier, so einen Griffbalken hier einzubauen, dann müsste man das mit zwei Händen machen und dann würde dieses Messer sogar kein Einhandmesser sein, weil es nicht einhändig verriegelbar ist. Das ist ja die Voraussetzung, eine der Voraussetzungen für ein Einhandmesser. Dann wäre das sogar ein Zweihandmesser, was ich legal mit mir herumtragen darf. Ne? Klar, also logisch, zack, ich kann damit schneiden, alles Mögliche, aber eben nicht stechen. Ne? Zack. Das nicht.
Aber wenn ich dann einen Handgriff mache, dann kann ich damit auch stechen, wenn ich das will. Hat das Messer denn jetzt einen viel größeren Nutzwert als ein normales? Nee, aber einfach die Tatsache, dass nach so vielen Jahren, ich glaube 20 Jahre oder so, solange diese Out-of-Front-Messer schon in Deutschland verboten sind, dass man sowas wieder haben kann und damit vom Fernseher abends rumspielen kann, ja, alleine das ist es schon wert, so ein Messer zu kaufen, finde ich. Oder wie seht ihr das? Hinterlasst es mir doch mal unten in den Kommentaren. Ich habe noch was für euch, und zwar führen wir ja im Gogun Store auch die Messer von dem Jim Wagner, den er für Böker designt hat. Das sind diese Reality-Based Blade Modelle. Das hier ist mein persönlicher Favorit, ne, mit der Serrated Klinge. Wirklich ziemlich gemein. Ich liebe das, weil der Griff so toll ist. Ich kann hinten sogar eine Schleuder anbringen. Da gibt es einen Schleuderaufsatz für, den ich dafür extra designt habe. Ja, das ist natürlich jetzt ein klassisches Messer, was dem Führverbot unterliegt, ist 42A. Warum? Naja, erstmal ist es natürlich ein ganz klassisches verriegelndes Einhandmesser. Zweitens, guckt euch mal die Klingenform an, die geschwärzte Klinge. Das sind alles Merkmale eines Kampfmessers und das dürfte auch als Zweihandmesser nicht freigeführt werden. Ne? Also das finde ich trotzdem wunderschön, hier mit dem Glasbrecher noch hinten dran, auch einen praktischen Nutzen. Ist ein wirklich gemeines, geiles Messer und gibt es, wie gesagt, bei mir im Store zu kaufen. Es gibt auch eine Version davon, die man frei führen kann, die also 42A kompatibel ist. Hier sieht man, gibt es eben keinen Daumenpin, obwohl man den hier wahrscheinlich montieren könnte. Ja, und dann kann man das so öffnen. Das ist jetzt das sogenannte Outdoor. Das ist das Modell Outdoor. Das verkauft Böker schon relativ lange. Und das unterliegt eben nicht dem Führverbot. Das kann man also frei führen. Ich finde es aber hässlich. Ich mag die Klingenform nicht. Und als Böker mich gefragt hat, ob ich denn vielleicht eine eigene Klingenform dafür designen will, so dass sie das einfach mit in Auftrag nehmen können, habe ich nicht gezögert und habe dann sofort angefangen, was zu designen, was einerseits noch 42A kompatibel ist und andererseits, finde ich, viel hübscher aussieht. Und einen besseren Stahl gibt es auch. Ja, und hier habe ich dann auch schon das Freigabemuster, was mir Böker geschickt hat. Ne, wie man erkennt, also ganz klassisch das Wagner. Aber wenn ich es aufmache, dann sieht man, was für eine geile, sexy Klinge das jetzt hat. Ich habe mich da so ein bisschen an die Kukri-Optik angelehnt. Es gibt einen Nagelhau, also das ist ein ganz klassisches Zweihandmesser. Aber es hat eben diese wirklich sichere Backlock-Verriegelung, die das Messer echt auch sicher in Benutzung macht. Ich mag auch diese leicht bauchige Klinge, weil die halt unheimlich viel Angriffskraft beim Schneiden gibt. Ne, das kann sich so richtig hinter das Werkstück haken und dann kann ich mit richtig Gewalt was abschnitzen. Ja, und dieses Messer darf in Deutschland ganz ohne jede Frage freigeführt werden. Es ist ein klassisches Zweihandmesser. Natürlich kommt das Ganze auch wieder mit einer Limitierung. 2000 Stück, mehr lasse ich nicht machen davon. Es wird auch meinen Namenszug tragen, zusätzlich zu dem vom Jim. Und gleichzeitig, wie man hier schon auch sehen kann, ich lasse dieses Messer in D2 machen. Ist mein absoluter Lieblingsklingenstahl, denn der ist einerseits noch gerade bezahlbar, obwohl schon sehr viel teurer als das 440C, was normalerweise für die RBBs genommen wird. Und ich finde den Stahl super, weil man ihn noch schärfen kann, aber die Schnitthaltigkeit ist schon Bombe, keine Frage. Ne? Wann kommt das? Naja, vielleicht in 6 Monaten, keine Ahnung, wie schnell die Kollegen bei Böker arbeiten. Ansonsten, der Preis wird sich dann schon im Bereich des Üblichen bewegen, was halt die RBBs so kosten. So 100, 110 Euro muss man rechnen, aber für eine limitierte Auflage. Tja, was haltet ihr denn davon, von den beiden Schmuckstücken hier? Insbesondere würde mich interessieren, ob ihr das kaufen würdet und wenn ihr es kaufen würdet, ob ihr dann lieber die Einhand- oder die Zweihandversion hättet. Wird natürlich ein bisschen Traute erfordern, damit auf die Straße zu gehen, das will ich schon zugeben. Aber machen kann die Polizei am Ende des Tages doch nichts. Selbst wenn sie es einkassieren, müssen sie es wieder rausrücken. Ich finde es jedenfalls sexy. Na und das hier, das könnte ich mir so richtig vorstellen, dass das in Zukunft mein EDC wird. Und ihr? Hinterlasst mir doch eine Nachricht in den Kommentaren, fände ich super. Und ansonsten sage ich euch danke und bye bye. And now hello again to the English speaking part of my audience. As you know, I like to design weapons that circumvent certain things in German weapon laws. And this is a good example. Because automatic knives have actually been banned in Germany for a long, 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 long time. With the exception of automatic knives that open to the side and where the blade is not longer than 8.5 centimeters. But this one obviously opens out the front. And it is also very slightly longer than 8.5 centimeters. So a lot of people in Germany will now cry, that is an illegal item, you know, an illegal object that you are not allowed to have. Well, let me tell you that that is not the case, because in legal terms, this is not an automatic knife. It's not. So if we look into the German weapon laws, it says that an automatic knife,
definitely, you know, uses like spring power to automatically eject a blade, which this does. But it also says that it must, in addition to opening automatically, it must also automatically lock the blade, either by pushing the button or by releasing it. And when it's locked, then it will fulfill the criteria and it would be an illegal item. But this does not do that because, see, the blade is not locking at all. It doesn't lock. And I cannot even hurt myself with this. Even if I try, I cannot stab myself with it. So, you know, I just can eject it at any time, but it's not locking. It only locks when I use this little thing here and turn it ever so slightly. Then the blade locks, and I can also snap the blade back into the frame. So, chick, sack, sick. That's a possibility. But if I don't do this, I cannot pull the blade back in. The spring would not attach. And of course, eject it again, and then lock it, and then it works again. But it does not do that automatically, and therefore this is legally not an automatic knife in terms of the German gun law. And if I would design this little button here in a way that I cannot operate it with just one hand, like I can right now, see? Right? Then it would even be legal to carry this. So this would be an EDC knife, even though most of the German policemen would say that's an illegal object. Well, and then later they have to return it. I also have some more news. As you may know, I'm a fan of Jim Wagner's reality-based blade knives. Like, this is the classical one. Looks really vicious with the serrated edge and the blackened blade. I really like it. And there's also a more mild version that is legal to carry in Germany. This one here, since this obviously is not a fighting knife, and it also cannot be opened with just one hand. It's a two-hand knife, and therefore it is legal to carry it in Germany. Now, this is, of course, a classic one-hand opener with a pin here, and it locks, of course. Now, this locks too, but it's clearly a more civilian knife. The only thing is that I think it's pretty, ugly. I said it. I don't like the shape of that blade. It just looks, I don't know, boring. So when the guys at Boecker said, well, why don't you design your own blade for it? I was all over it and I got this made. So this is the blade that I designed for it. I think it's a lot more sexy. I mean, I stole a little bit of the design element from the Kukri, which is also a knife design that I dearly love. But I also like the way how it would actually bite into a piece of wood when I try to carve it and so on. It is clearly a two-hand knife. As you see, you can really easily open it. There is even room for your fingernail, like so, like a Swiss Army knife. And therefore, it is a perfect EDC knife for Germany. And what I also did is, of course, I decided for a limited edition. So this will only be 2,000 pieces, and those will be numbered. And also, I use a better steel. Normally, the RBB knives are using 440C steel. And this is using D2 steel, which I think is a super steel for a knife. So when and how much? Well, this will probably cost the same money that the other RBB models cost, maybe a little more because of the D2 steel. So this means 110, 120, 130 euros, and probably in 6 months or so. This here, no price has been decided upon yet. Is that a knife that you think is attractive? Would you want one? Let me know in the comments. Anyway, that's it for today. Thanks and bye-bye.